Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 16. Werde sein Freund und halte Frieden. Nur dadurch kommt das Gute zu dir. Hiob, Kapitel 22, Vers 21. Du bist uns wirklich eine große Hilfe, Irene. Wie jeden Abend hatte Rahel es sich nicht nehmen lassen, sie noch für ein paar Schritte auf den Hof hinauf zu begleiten. Ach, Irene, blickte scheu zu Boden. Obwohl sie damals eine lange Zeit mit Hiob verbracht hatte, verunsicherte sie die Nähe der Engel immer noch. Selbst Rahel, die vom ersten Tag an so freundlich zu ihr gewesen war wie schon lange niemand mehr, erfüllte sie mit einer seltsamen, lähmenden Ehrfurcht. Die einzigen Engel, bei denen sie sich wirklich wohlfühlte, waren die Verletzten. Nein, Irene, ich meine das vollkommen ernst. Rahel war stehen geblieben und hatte sie bei der Hand genommen. Irenes erster Reflex war gewesen, ihre Hand wieder wegzuziehen, aber die Finger des Engels waren so schmal und zierlich. Rahels Hand war kaum größer als die Dominiks, ein bisschen länger vielleicht, dafür aber viel schlanker. Langsam hob sie den Blick und sah Rahel ins Gesicht. Das Blut schoss ihr in die Wangen, aber sie zwang sich, den warmen Blick der Raphaelitin zu erwidern. »Danke«, flüsterte sie. »Ich helfe euch doch gern.« Rahel nickte. »Das merke ich. Wir sind so wenige Raphaeliten und es gibt so viel Leid und Schmerz in der Welt. Was du tust, ist sehr willkommen. Ich weiß, dass auch meine verletzten Brüder und Schwestern so denken.« »Danke«, sagte Irene noch einmal. »Es tut gut, meinen Teil beizutragen. Die verletzten Engel zu pflegen, ist eine dankbare Aufgabe.« »Nicht jeder würde so denken, Irene. Viele Leute würden sich lichtweg nicht zutrauen, einem verwundeten Engel zu helfen. Schließlich sind wir die Beschützer der Menschheit und nicht umgekehrt.« Rahel lächelte verschmitzt und ließ ihre Hand los, um einen Schritt zurückzutreten und die Frau von Kopf bis Fuß zu mustern. »Ich frage mich, woher du das hast«, sagte die Raphaelitin halb zu sich selbst. »Hast du jemals darüber nachgedacht, Begine zu werden? Mein Orden würde dich gewiss mit Freuden aufnehmen.« »Nein, ich weiß nicht. Ich war doch schon verheiratet.« Erschrocken wich Irene ebenfalls einen Schritt zurück. »Du wärst nicht die erste Witwe, die die heiligen Gelübde ablegt.« In Irenes Kopf drehte sich alles. Sie merkte, dass das eine große Sache war, die Rahel ihr da vorschlug, und fühlte sich sehr geschmeichelt. Aber sie war sich auch darüber im Klaren, dass das hieß, ihr altes Leben vollkommen aufzugeben. Und was sollte dann aus Dominik werden und aus Marie und Hiob? Sie schüttelte energisch den Kopf. »Nein«, stieß sie verzweifelt hervor und sah wieder zu Boden. »Ich kann das nicht.« »Du musst dich nicht jetzt entscheiden«, sagte Rahel beruhigend. »Ich werde dich in ein paar Tagen noch einmal danach fragen. Bis dahin hast du Zeit, darüber nachzudenken.« Nachdenklich trat Rahel an Maloriels Bett, nachdem sie Irene ihre Aufgaben überlassen hatte und wieder in die zum Feldlazarett umfunktionierte Trockenhalle zurückgekehrt war. Der verwundete Ramelit schlief tief und fest. Seine ruhigen Atemzüge hoben und senkten seinen tätowierten Brustkorb in langsamen, gleichmäßigen Bewegungen. Seit ein paar Tagen lag er jetzt vollkommen entspannt da. Die wirren, bedrohlichen Träume hatten aufgehört. Und wenn er zwischendurch wach war, schien er wieder ganz der Alte, selbstbewusst. Und das hatte sie zu einem guten Teil Irenes Pflege zu verdanken. So zurückhaltend sie gegenüber Rahel und den anderen Engeln war, schien sie doch ein besonderes Verhältnis zu dem Verletzten aus der Schlacht vom Tours zu haben. Gerade mit Maloriel hatte Rahel sie mehrmals lange und intensiv sprechen sehen, und der Ramelit schien diese Unterhaltung sichtlich genossen zu haben. Vielleicht sollte sie ihn bei Gelegenheit einmal fragen, aber auch er fand, dass Irene eine gute Begine abgebe.
Außerdem musste sie zurückgeben, dass sie einfach zu gern mehr über die Französin gewusst hätte. Sie mochte sie wirklich und hätte sich gern einmal länger mit ihr unterhalten. Aber im Moment schien das nicht möglich zu sein. Sie machte noch eine Runde durch die Halle und als sie befriedigt festgestellt hatte, dass alle ihre Patienten schliefen, beschloss sie, dass es jetzt auch für sie Zeit war, ein wenig Ruhe zu finden. »Alles in Ordnung?«, fragte sie Bruder Markus, den raphaelitischen Monarchen, der die Nachtwache übernommen hatte. Der blonde junge Mann nickte. »Ja, ehrwürdige Rahel! Geh und ruhig dich aus!« »Gut, du weißt, wo ich bin, wenn ich gebraucht werde?« Er nickte noch einmal und sie trat durch die große Schiebetür wieder aus der Trockenhalle. Die Luft draußen war angenehm kühl und durch die aufgerissene Wolkendecke konnte sie die Sterne am dunklen Nachthimmel leuchten sehen. Rahel blieb mitten auf dem Hof stehen und hielt nach dem Mond Ausschau. Sie liebte jene Nächte, in denen er wie ein großes silbernes Auge durch ein Wolkenloch auf die Welt herabsah. Doch im Augenblick war nichts als ein schwach leuchtender Fleck in den Wolken über dem nordöstlichen Horizont zu sehen. Was für eine schöne Nacht! Überrascht sah Rahel sich um. Daniel, ihr Scharbruder, war lautlos aus dem Schatten des Gutshauses getreten. »Das stimmt«, antwortete sie und sah wieder den Himmel hinauf. »Geht es dir gut, Rahel?«, fragte er besorgt und trat einen Schritt näher an sie heran. »Du siehst so erschöpft aus.« Verwundert wandte sie sich wieder dem ernsthaften, sonst so schweigsamen Ureliten zu. Auch wenn sie wusste, dass Daniel sich der Schar verpflichtet fühlte, wie kaum ein anderer war sie überrascht, so viel persönliche Anteilnahme in seiner Stimme zu hören. »Ist es jetzt schon so weit, dass man mir das ansieht?« Daniel nickte. »Bei dem, was du hier leistest, ist das aber auch kein Wunder. Alle wissen das, Rahel.« Ein dankbares Lächeln stahl sich auf Rahels Gesicht und auch der Ureliet lächelte. »Wie geht es Maloriel? Ist er bald wieder vollkommen gesund?« »Ja, ich bin mir ganz sicher. Ein paar Tage werde ich ihn nicht mehr davon abhalten können, mit mir durch die Gegend zu fliegen.« »Was denkst du, was mit seinen Albträumen ist? Meinst du, er hat recht und wir alle sind einmal ganz normale Kinder gewesen?« Rahel zuckte die Achseln und sah auf einmal sehr ernst aus. »Ich bin mir nicht sicher. Manches davon waren sicher Fieberträume, aber andererseits, wenn nicht ein Ramelit sollte zwischen Träumen und Erinnerungen unterscheiden können? Sein ganzes Leben lang hat er sich darin geübt, Wissen zu sammeln, auszuwerten und festzuhalten. Ich kann nicht anders als das, was er sagt, sehr ernst zu nehmen.« Der Ureliet nickte nachdenklich. »Ich gebe dir recht, aber ich mache mir Sorgen wegen Ariel. Sie ist Maloriel gegenüber noch immer so ablehnend. Und sobald die Sprache auf seine wirren Träume kommt, wird sie sogar richtig wütend.« »Wir müssen noch einmal mit ihr reden«, sagte Rahel entschlossen. »Sie muss zur Vernunft kommen, ehe Maloriel wieder richtig bei Kräften ist. Sonst geht der ganze Streit von vorne los.« Ein leises Knirschen im Kies des Hofs ließ die Engel herumfahren. Ariel war hinter ihnen gelandet und ihre blauen Augen blitzten herausfordernd. »Wer muss hier bitte zur Vernunft kommen?« Wie an den letzten Tagen auch, erwachte Maloriel am nächsten Morgen vor allen anderen Verwundeten. Er hatte in der zurückliegenden Nacht tief und traumlos geschlafen und fühlte sich ausgeruht und erholt. Selbst die kleinste Regung jagte zwar immer noch eine Welle brennenden Schmerzes durch die Sigil auf seinem Körper, aber er konnte sich zumindest wieder bewegen. Er war gern der Erste, der wach wurde, weil er wusste, dass er dann ein paar Minuten allein mit Irene hatte, bevor sie ganz in ihrer Arbeit als Hilfskrankenschwester aufging. Sie hatte einfach eine ganz besondere Art, ihm zuzuhören. Es beruhigte ihn sehr, ihr seine Gedanken und Sorgen mitzuteilen.
Maloriel merkte sofort, dass etwas nicht stimmte, als sie kurz darauf eilig die Trockenhalle betrat. Wie sonst auch kam sie sofort an sein Lager gehuscht. Diesmal wirkte sie jedoch übernächtigt und besorgt. Er ignorierte den stechenden Schmerz und richtete sich auf, um sie zu begrüßen. »Irene«, flüsterte er, »was ist los mit dir? Ich habe dich noch nie so besorgt gesehen.« Irene trat an sein Lager heran und ließ ihren Blick für einen Moment unsicher durch die Trockenhalle schweifen. Dann ließ sie sich auf dem Rand des Podestes nieder, auf das der verletzte Engel gebettet war. Behutsam achtete sie darauf, seine halb ausgebreiteten Schwingen nicht zu berühren. »Ich weiß nicht genau«, beantwortete sie leise. »Wahrscheinlich benehme ich mich ganz dumm, und ich sollte mich einfach über das Kompliment freuen, aber irgendwie kann ich das nicht.« Maloriel verstand kein Wort. Wenn er ehrlich war, wusste er nicht viel von der jungen Frau. Bisher hatte der Ramelit den größten Teil ihrer Gespräche bestritten, und Irene hatte ihm geduldig und aufmerksam zugehört. Jetzt schien die Gelegenheit gekommen, sich zu revanchieren. »Ganz langsam, Irene, eins nach dem anderen. Wer hat dir ein Kompliment gemacht und warum kannst du dich nicht recht darüber freuen?« »Rahel, sie sagte, ich hätte euch so gut geholfen und hat gefragt, ob ich nicht eine Begine werden möchte.« Maloriel wollte zu einer Erwiderung ansetzen, merkte aber, dass es nichts gab, was er an dieser Stelle hätte sagen können. Also schwieg er und sah Irene nur aufmerksam an. »Aber ich möchte nicht«, fuhr sie nach einer kurzen Pause leise fort. »Ich pflege dich und die anderen gern, aber ich tue es nicht aus Gründen, die mich auch zu einer guten Begine machten. Außerdem bin ich nicht bereit, Dominik und Marie für den Dienst an der Kirche aufzugeben. Ich kann mir keinen schlechten Grund vorstellen, aus dem du dich um uns kümmerst.« Irene lächelte Maloriel schüchtern an. »Natürlich nicht, das kann ich mir denken. Es hat ja auch einen ganz und gar unvorstellbaren Grund.« »Hat es den? Das klingt nach einer spannenden Geschichte.« Die junge Frau lächelte immer noch und schüttelte den Kopf. Maloriel lachte leise und sah seine Pflegerin aufmunternd an. »Na komm schon, denk doch nur, was ich dir schon alles für Geschichten erzählt habe. Das war doch sicher auch nicht das, was du von einem Engel des Herrn erwartet hast.« Irene presste die Lippen zusammen und schüttelte wieder den Kopf. Aber er konnte in ihren Augen immer noch das Lächeln funkeln sehen. Dann nickte sie plötzlich. »Deine Geschichten haben mich immer weniger überrascht, als du glaubst, Maloriel. Du bist nicht der erste Engel, den ich gesund gepflegt habe. An diesem Frühjahr ist einer von euch in der Nähe meines Dorfes vom Himmel gestürzt. Ich meine nicht dieses Dorf, sondern das, aus dem ich eigentlich komme. Valenkas, weit im Süden von hier, an der Mittelmeerküste. Er war bewusstlos und hatte schwere Verbrennungen, als ich ihn tief bei uns im Wald fand. Ich habe ihn zu mir nach Hause gebracht und gepflegt, und eines Tages wachte er auf und ist tatsächlich gesund geworden, auch wenn wir seine Flügel nicht retten konnten.« »Er hat seine Flügel verloren?« Maloriel starrte Irene entgeistert an, aber sie nickte nur und fuhr fort. »Ja, aber ansonsten ist er wieder vollkommen gesund geworden. Er hatte auch solche Träume wie du, deswegen haben mich deine Geschichten gar nicht überrascht.« Jetzt war Maloriels Neugier erst richtig entflammt. Wenn er nicht der Einzige war, der solche Träume hatte, dann war das nur ein Zeichen mehr dafür, dass sie wahr waren. Was ist mit diesem Engel weiter passiert? Irgendwann, nach ein paar Monaten, kamen Beutereiter in unser Dorf und forderten den Kirchenzehnt ein. Meinen Sohn Dominik haben sie auch mitgenommen. Am nächsten Tag ist der Engel aufgebrochen, um den Beutereitern zu folgen und Dominik wieder zu befreien. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. »Aber was ist mit Dominik?«, fragte Maloriel neugierig. »Wie kam er wieder zurück?« »Ich habe mir große Sorgen um meinen Sohn und den Engel gemacht. Und da habe ich einen Mann angeheuert, die beiden zu suchen. Es ist ihm gelungen, mir meinen Sohn zurückzubringen. Aber den Engel haben sie gefangen genommen und nach Norden gebracht.« »Nach Norden gebracht? Wer denn?« Irene zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht genau. Templer, Söldner. Jedenfalls sollte er wohl nach Trondheim gebracht werden. Zurück an seinen Himmel.« »Moment mal, das hieß, er war ein Raguelit.« Die Halle hatte langsam begonnen, sich mit Leben zu füllen. Die meisten anderen Verwundeten waren mittlerweile erwacht und die Monarchen und Beginen hatten mit ihrer morgendlichen Runde begonnen. Das alles schien Irene auf einmal schlagartig bewusst zu werden und sie sprang von Maloriels Lager auf. »Ich muss gehen.« »Warte«, rief Maloriel ihr nach. »Dieser Engel, wie hieß er?«
Sie wandte sich noch einmal um und sah den verwundeten Rameliten einen Moment lang nachdenklich an. Hiob. Er heißt jetzt Hiob. Aber früher, ehe ich ihn kannte, hieß er Kaliel. Damit verschwand sie zwischen den Paravans, hinter denen die Vorräte und Verbandsmaterialien des Lazaretts lagerten. Der Felsvorsprung ragte keine 100 Meter vom Dorf entfernt über das sprudelnde graue Wasser der Vien hinaus. Ariel war schon ein paar Mal hier gewesen, seit sie in Châtellerault lagerten. Es war ein guter Ort, um ein bisschen alleine zu sein. Am Morgen jedoch hatte sie Rahel, Adoniel und Daniel hierher eingeladen, um abseits der regen Betriebsamkeit des Lazaretts mit ihnen zu sprechen. Ungeduldig sah Ariel den drei Engeln entgegen, die ihr aus dem Gutshof entgegengeflogen kamen. Sie wusste genau, dass sie selbst zu früh hier gewesen war und die anderen genau pünktlich kamen. Dennoch ärgerte sie sich, dass sie auf sie hatte warten müssen. Sie musste ihre ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um den dreien äußerlich ruhig entgegentreten zu können. »Gut, dass ihr endlich da seid!« »Was gibt es denn, Ariel?« fragte Adoniel verwundert. »Was soll diese Geheimniskrämerei?« »Ich habe euch hierher gebeten, um die Karten offen auf den Tisch zu legen. Ich will auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Rahel, würdest du der Schar bitte mitteilen, was dir im Moment Sorge bereitet?« Die kleine, besonnene Raphaelitin blickte schuldbewusst zu Boden, und Ariel schoss der Gedanke durch den Kopf, dass sie vielleicht zu hart zu ihrer Scharschwester war. Aber dann hob Rahel entschlossen den Kopf und sah sie mit einem festen Blick an. »Ja«, sagte sie, »ich mache mir in der Tat Sorgen. Wir kennen alle die Ereignisse, die zu Maloriels Verwundung geführt haben, und wir wissen auch alle, dass es ein schwerer Verstoß gegen alle Regeln war, dass Maloriel sich von der Schar abgegrenzt hat. Dennoch war es der Streit zwischen Ariel und Maloriel, der es überhaupt erst so weit hat kommen lassen. Dieser Streit muss ein Ende haben, sonst fürchte ich, dass unsere Schar daran zerbrechen könnte.« Nachdem Rahel geredet hatte, sackte sie regelrecht in sich zusammen. Ariel konnte deutlich sehen, wie viel Kraft es die sonst so stille Raphaelitin gekostet hatte, ihre Sorgen so laut vor allen auszusprechen. »Da stimme ich dir zu, Rahel. Niemand wünscht sich mehr als ich, dass diese Schar wieder eine eingeschworene Gemeinschaft wird, die sie einmal war. Aber wenn Maloriel nicht bereit ist, seinen vorgestimmten Platz einzunehmen, bin ich leider machtlos.« Rahel sah sie traurig an. Dann sagte sie leise, »Du machst es dir zu einfach, Ariel. Diese Schar war einmal eine eingeschworene Gemeinschaft, weil keiner von uns seinen vorbestimmten Platz einnahm, sondern weil jeder mit Rücksicht auf die anderen seinen eigenen Platz gefunden.« »Und was soll ich deiner Meinung nach tun?« unterbrach Ariels telepathische Stimme sie zornig. Sie sah, wie die anderen drei unter ihren wütenden Gedanken zusammenzuckten, aber es war ihr ganz egal. »Soll ich etwa Maloriel die Führung dieser Schar überlassen? Dann wären wir jetzt wahrscheinlich alle tot oder verwundet.« »Ach Unsinn«, meldete sich jetzt Daniel zu Wort. »Niemand hier will dir deinen Posten streitig machen, Ariel. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, weil wir Freunde waren. Und wenn du dich nicht endlich offen mit Maloriel aussprichst, dann ist es mit eurer Freundschaft vorbei. Und darunter werden wir alle leiden.« Hatten sie sich jetzt alles gegen sie verschworen? Sie versuchte doch nur, ihre Pflicht als Scharführerin besser zu erfüllen, als es ihr vor Henaiels Tod gelungen war. »Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er wollte ja nicht auf mich hören.« »Du hast ihn doch nur herumkommandiert«, widersprach Daniel, und Rahel sagte sanft, »rede richtig mit ihm, wie Freunde miteinander reden.« Ariel hatte es die Sprache verschlagen. Keiner von ihnen hatte auch nur die leiseste Ahnung, was auf ihrer Seele lastete. Und sie maßten sich an, über ihr Handeln zu urteilen. Ehe sie ihre Fassung wiedererlangt hatte, räusperte sich Adoniel, der bislang geschwiegen hatte, und
Kopfschüttelnd sagte er leise, »Ich glaube, die anderen beiden meinen, du sollst Maloriel einfach erzählen, dass du dich in Hinayel verliebt hast. Versuch ihm zu erklären, wie sehr der Tod des Michaeliten dich getroffen hat. Maloriel wird verstehen, wie dir zumute ist, wenn du dich ihm anvertraust. Er liebt dich nämlich auch. Und er war einfach nur eifersüchtig auf deinen Ordensbruder. Er will nichts mehr, als dass du wieder offen mit ihm redest, denn er hat Angst, dass ihm bis zu seiner Läuterung nicht mehr viel Zeit bleibt. Und wenn ihr nicht bald darüber redet und das Ganze aus der Welt schafft, macht ihr uns noch alle wahnsinnig.« Als er geredet hatte, starrten sie ihn alle ungläubig an. Niemand von ihnen sprach ein Wort. Und nach ein paar Augenblicken begann Adoniel nervös, sein Gewicht von einem Bein auf das andere zu verlagern. »Was ist?« platzte er heraus. »Habe ich was Falsches gesagt?« 3 Tage später erlaubte Rahel Maloriel zum ersten Mal, sein Lager zu verlassen. Er hatte zwar immer noch starke Schmerzen, aber der Gedanke daran, aufzustehen und die Halle zu verlassen, wirkte besser als Rahels heilende Hände. Und so ließ er sich jetzt von Irene langsamen Schrittes auf den Hof hinausführen. Nachdem er so lange gelegen hatte, waren seine Beine so wackelig, dass er zuerst gedacht hatte, er würde es überhaupt nicht schaffen, aufzustehen. Aber Irene hatte ihm behutsam auf die Füße geholfen und ihm versprochen, immer an seiner Seite zu bleiben, damit er sich auf ihre Schultern stützen konnte. Als sie unter dem Vordach der Trockenhalle hervortraten, fiel ein feiner Sprühregen auf sein Gefieder und er stellte fest, dass er sich so lebendig fühlte wie schon lange nicht mehr. »Hast du mit Rahel noch einmal über diese Beginn-Sache gesprochen?«, fragte er Irene, während sie langsam zum Eingangstor des Gutshofes hinüberging. »Habe ich«, die junge Frau nickte. »Ich habe ihr nicht alles erzählt, was ich dir erzählt habe, aber ich denke, sie hat mich trotzdem verstanden.« »Das ist gut so. Wenn du nichts dagegen hast, dass ich deine Geschichte meiner Schar erzähle, würde ich das gerne tun. Vielleicht können wir dir helfen, den Engel wiederzufinden. Zumindest aber können wir seiner Schar einen Hinweis geben, was mit ihm passiert ist. Ich denke, es würde ihnen viel bedeuten, zu wissen, dass ihr Bruder noch lebt.« Sie gingen für einen Moment schweigend nebeneinander her, dann nickte Irene ernst. »Ich denke, das wäre eine gute Idee. Ich würde mich sehr freuen, ihn wiederzusehen, und ich möchte, dass seine Freunde erfahren, was mit ihm geschehen ist.« Sie hatten jetzt das große Eingangstor des von den Engeln mit Beschlag belegten Gutshofes erreicht. Auf der niedrigen Mauer, die den Weg draußen am Hang befestigte, hockte Ariel und sah auf das Dorf und den Fluss hinab. Im Regendunst wirkte die Vienne wie ein Band aus erstarrtem Blei, das zwischen den Felsen und den Hügeln der Landschaft gegossen war. »Hallo Ariel«, sagte Maloriel leise und wartete, bis sich die Michaelitin zu ihm umgedreht hatte. »Dies ist Irene. Sie kann uns die Geschichte eines Engels namens Kaliel erzählen und ich denke, wir sollten ihr zuhören.«